Kommen wir dann zum nächsten Thema, und zwar die Arbeit des letzten Asters. Wie bewertet ihr die auslaufende Wahlperiode und war sie eher von Erfolg oder eher von Misserfolg geprägt? Dazu würde ich jetzt erstes gerne etwas vom RCDS hören. Ja, dazu gibt es eine klare rote Karte zur letzten Legislaturperiode. Wir sind mit der Arbeit des Asters alles andere als zufrieden. Es gibt zahlreiche offene Baustellen, wo wir ja nachher wahrscheinlich noch zu kommen werden. Stilbruch ist eine Sache, das überteuerte Semesterticket ist die andere Sache. Wir haben über 30 Euro ein teures Semesterticket als im letzten Jahr bei fast gleicher Leistung. Und das ist schon sehr traurig. Dazu kommt die Zerstrittenheit des Asters. Wir haben fast jede Stupa-Sitzung irgendwelche Referenten nachgewählt, weil es Rücktritte gab. Man hat richtig gemerkt, wie es im Stupa geknistert hat, weil die Stimmung teilweise auch schon im persönlichen Bereich sehr vergiftet war. Und das war der Aster mit der größten Mehrheit, über eine Zweidrittelmehrheit, aber der Aster mit den geringsten Erfolgen. Und ich kann nur jeden Wähler dazu anhalten, diesen Aster abzuwählen. Das wäre sicherlich eine Sache im Sinne der Studentenschaft. Ja, es kam gleich von beiden Seiten Ablehnung diesbezüglich. Würde ich erstmal die GHG bitten, zur Stellung zu nehmen? Ja, also die GHG war ja selbst dieses Jahr im Aster und es ist nicht so, dass wir nichts erreicht haben. Wir konnten sehr viele Projekte durchführen, gerade im Referat für politische Bildung. Wir haben ganz viele Vortragsreihen gemacht, wir haben zweimal die Open Uni durchgeführt und sowas alles. Also da würde ich dir widersprechen. Ja, es gab Uneinigkeiten zwischen den verschiedenen Hochschulgruppen. Das ist aber geschuldet, dass wir aus zwei komplett unterschiedlichen Lagern kommen und das hat man dann auch mit der Zeit gemerkt. Ja, erstmal soweit, vielleicht später noch mehr. Die Partei? Ja, also allein, dass die AfD schon in ihrer Papierverschwendung dem Wadenbeißer explizit von Mobbing am Arbeitsplatz spricht, innerhalb der Koalition, ist ja schon ein ziemliches Armutszeugnis, das man eigentlich nicht weiter kommentieren müsste. Ich werde das jetzt trotzdem mal kommentieren, weil wir als Partei uns gedacht haben, beleidigen können wir auch. Und für eine potenzielle Asta-Beteiligung haben wir dann direkt schon mal ein paar Beleidigungen gegoogelt, die ich jetzt einmal vortragen möchte. Und zwar, ich fange bei dem Buchstaben A an. AA-Gesicht, Abfalllecker, Abflussrohrsauger, Abgasproduzent, Abortschüsseltaucher, Abschaum, Abscheißer, Abtörner, Achselhaarratte, Achsellecker, Achterbahnkotzer. Fabian, ich muss dich an dieser Stelle unterbrechen, weil wir leider nicht so viel Zeit haben und das zudem auch ein sehr polemischer Beitrag war. Aber vielen Dank erstmal für deinen Beitrag überhaupt. Sehr gerne. Ja, dann würde ich vielleicht gerne nochmal als letzte Wortmeldung die ADF als Koalitionspartner auch nochmal bitten, dazu Stellung zu nehmen. Genau. Ja, wir waren zusammen mit der Juso HSG und der Grünen Hochschulgruppe dieses Jahr im Aster. Und es ist richtig, dass es einige Probleme gegeben hat. Andererseits muss man auch sagen, dass das dieses Jahr eine Art Experiment war. So ein Aster hat es in der Form noch nie gegeben. Und ich denke, dass auch die ADF mit den Resultaten bzw. mit einzelnen Projekten echt zufrieden sein kann. Das, was du gerade konkret angesprochen hattest, mit dem Semesterticket stimmt so nicht. Das Semesterticket ist nicht 30 Euro teurer geworden, sondern das Semesterticket wird jetzt um 10 Euro teurer. Wir haben, was die Semesterticket-Sache anging, keine erhebliche Preissteigerung und alle, denke ich, mit der Kinderbetreuung, mit der Sozialberatung, mit einzelnen Projekten, wie auch der Rechtsberatung, Erfolge verbuchen können. Vielen Dank erstmal für die Antwort.